dann so. Und hier dann noch so wie eine Art Blumenbeet, vielleicht ein oder andere Bäumchen drin. Kleines Blumenbeet, dass man das hier hinten mit Blumen auffüllt. Was haben wir denn da noch für Blumenbeete? Rosen zum Beispiel kann man da hinten noch hinsetzen. So, dann ein paar Tübchen noch dazwischen. Einfach, dass das so eine Flora gibt, dass das etwas fein aussieht. Man kann natürlich jetzt hier noch einen Peak-Formschnitt reinbauen, dass man hier auch noch ein paar Bäumchen hat. Da ist natürlich der Fantasie überhaupt keine Grenzen gesetzt. Also da kannst du wirklich, kannst du dich alles da reinbauen. Aber wir können da echt so eine, wir haben auch noch ein großes Blumenbeet irgendwo, ne? Genau hier. Aber das lassen wir mal so. Jetzt werde ich da Stände reinbauen. Was könnten wir denn noch nehmen? Haben wir schon einen Burgerladen, einen Brezelladen? Hershey, Verkaufsstand, Hotdogs, Hähnchen. Da haben wir wirklich alles, oder? Sandwiches, Zuckerwatte. Ja, komm, bauen wir einen Zuckerwattestand. Den machen wir gleich hier hin. Machen wir natürlich gleich auf. Ich werde jetzt erstmal die Stände bauen. Dann kommt vielleicht ein Getränkestand. Kaffee, heiße Schoko. Eigentlich eher nicht hier, heiße Schoko. Badekleidung, eigener Stand, Ballons, Fanartikel, Propellermützen. Das wäre zum Beispiel noch was, wo man sagen würde, okay. Wird natürlich auch aufgemacht. Wir kümmern uns gleich um die Stände. Ich will jetzt erstmal die Stände dahin haben. Dann könnte man da auch eine Toilette noch hinrichten. Braucht man ja vielleicht auch noch. Und dann noch was zum Essen. Donut, Burger, Brezelstand hätte ich da gerne. Und dann haben wir noch die Möglichkeit für einen weiteren Stand. Wir bräuchten noch einen Getränkestand eigentlich. Da werde ich einfach nochmal hier Getränke... Ja, was willst du machen? Du brauchst einen Getränkestand. Damit die sich abkühlen können. So, da haben wir einen weiteren Stand. Und hier könnte ich jetzt theoretisch... Könnte ich da einen etwas größeren Platz draus machen. Jetzt werde ich erstmal nochmal Hecke auswählen. So, dann können wir das Ganze nämlich hier so zubauen. Sieht schön aus. So. Very nice. So, und dann könnten wir hier einen großen Platz draus machen, oder? Da werde ich doch jetzt mal gucken, wie ich mir das gerade in den Kopf gesetzt habe, wie ich es gerne hätte. Wenn wir hier einen Platz draus machen und dann könnten wir theoretisch... Da kriege ich es nicht hin wegen der Ecke. Das sieht dann blöd aus. Dann lassen wir es mal so, da der große Platz. Und da hätte ich jetzt gerne ein paar Bänkchen. So, da können wir hier, 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 hier. Ah, geht nicht ganz auf. Machen wir das nochmal weg. So, dann geht's hier auf. Dann können wir hier noch Sitzgelegenheit bieten. Und dann natürlich hier noch zwischen den Ständen. So, Mülleimer wird es natürlich auch geben, ganz klar. Zwei Mülleimerchen, dann gibt es hier noch eine Safari-Lampe, dass auch ein bisschen Licht da ist. Und dann, ich habe jetzt keinen Platz mehr für ein Licht, aber hier so als Ein- und Ausgang quasi auch so eine kleine Abtrennung drin ist. Und dann gibt es hier nochmal Mülleimer. Da habe ich schon zwei. So, dann haben wir hier nämlich nochmal einen extra kleinen Bereich. Da hinten könnten wir jetzt noch ein paar Bäumchen, in welcher Art auch immer. Große Douglasi zum Beispiel könnten wir hier, dann hier etwas größere Eiche. Einfach, dass das alles ein bisschen, ja, so ein bisschen versteckt ist. Nicht gleich einsehbar. So, langsam kommen auch die Besucher hierher. So, dann sieht das nämlich hier ganz ordentlich aus. So, wenn ihr jetzt nämlich mal guckt, dann laufen die hier hin, dann können sie hier nochmal rein.
können sich hier ein paar Sachen noch besorgen. Das ist eigentlich richtig cool. Also mir gefällt es echt gut. Herausforderung. Es gibt keine Herausforderung. Demnach haben wir auch keinen Unternehmer und auch keinen Tycoon. So. Aus dem Wasser. Raus. Döden, döden, döden. The White Shark. Ich find's cool. Brezelstand, Getränkestand, super klasse. So, damit haben wir unser Setting eigentlich so gut wie erledigt. Wir haben jetzt hier noch den Platz. Den möchte ich natürlich ausnutzen. Vielleicht noch ein Becken oder irgendwelche Wasserachterbahn oder irgendwas mit Wasser. Da schauen wir jetzt mal. Und zwar, was haben wir noch so für Splash? Das ist halt alles fürs Wasser. Wasserrutschen. Raftingrutsche. Rafting. Na, hier kann ich das nämlich bauen, weißt du? So wie die. Das ist ja die. Okay, die haben wir schon. Habe ich da die Möglichkeit? Ach, das ist ja die Dschungelfahrt. Dschungelfahrt! Aquaplasterrutschen, die habe ich hier. H2O-Rutsche. Schirme 1 ist ausgefallen. Ja. Eine Wasserrutsche. Ja, da brauche ich aber wieder hier so ein Ding. Vielleicht könnten wir hier noch so eine Wasserrutsche bauen, die dann auch da rein mündet. Aber ich glaube... das kriege ich logistisch nicht hin, oder? Wenn man dann hier so durchrutscht und hier reinkommt. Das könnten wir theoretisch probieren. Dass wir eine vorgefertigte nehmen. Dann zum Beispiel im Vogelflug. Ich werde das jetzt einfach mal probieren. Dann werde ich das Ding hier drehen. Können wir die nämlich theoretisch hier hin. Und dann... Nee, das ist so nicht gut. Aber so vielleicht. Weil ich hätte das schon gern irgendwie noch... Etwas, was ich auch in dem Setting natürlich... So eine Röhrenrutsche hätte ich noch gerne, um da mal Abwechslung reinzubringen. Da haben wir graue Trichterrutsche, orangene Rutsche, Trichter der Angst, Mixer und Spirale. So, und wie funktioniert das dann? Die rutschen von hier los und dann geht's in den Trichter rein. Das wäre nochmal eine coole Sache. Und aus dem Trichter kommen sie dann nämlich raus... Und so wie es aussieht, muss das auch nicht. Münden. Ich probiere das jetzt mal so. So, dann geht es hier rein in den Trichter. Erst da kommt Wasser. Nee, es kommt überall Wasser. Also muss es auch im Wasser münden. Ja, das schaffe ich aber nicht. Jetzt probiere ich das mal, indem ich das Ding hier anklicke. Trichter links. Das kann zerhaken, das kommt weg. Genau so können wir das dann bauen. Ja, das ist blöd, da muss ich dann komplett verjizzet. Verjizzet! Ich hätte nämlich noch gerne eine Rutsche, die in dem Becken da... Oder wir machen was ganz anderes. Das habe ich mir nämlich jetzt gerade überlegt. Wir machen hier noch ein anderes Becken, wo man aber von hier erreichen kann. Das heißt, da würde ich gerne durchschwimmen. Wir probieren das jetzt einfach mal. Wenn ich hier noch ein Becken habe, wo du dann hier rüber schwimmen kannst. So. So, dann kannst du hier rüber schwimmen in das Becken noch. Das ist ja cool. Genau, dann kommst du hier rüber geschwommen. Und hier haben wir dann noch ein anderes Becken. Da haben wir dann... Was weiß ich? Noch ein Becken. Dann kann das nämlich weg. Dann haben wir hier noch ein Becken. Und da werde ich das Ganze natürlich noch plätteln, dass wir da auch drumrum können.
So, hier gucke ich, dass man da auch rüberlaufen kann. Also passt es eigentlich. Dann lassen wir das mal so. Dann auf jeden Fall hier noch drum. Okay, das passt so nicht. Also werde ich das auch wegmachen. So, dass wir hier noch auf jeden Fall so ein Becken haben. Okay, dann würde ich ganz gerne hier noch so ein Friedi haben. Ich hätte hier gerne noch ein paar Liegestühlchen. So, da kommt auch schon der erste. Dann natürlich Beleuchtung dran. So. So. Und dann haben wir noch. So, normales Meterbrett. Und dann natürlich noch drei Duschen. Und natürlich Lämpchen. So, dann haben wir hier nämlich noch ein Becken. Das ist angeschlossen mit dem anderen Becken. Da kannst du dann durchschwimmen. Das sieht eigentlich ganz cool aus. Und da können wir jetzt nämlich noch eine Rutsche hinbauen. Da vorne werde ich dann hier noch irgendwas zubauen. Und jetzt kümmern wir uns erstmal noch um eine Rutsche, nämlich um so eine H2O-Rutsche. Spirale, Mixer. Vielleicht der Mixer. Höchstgeschwindigkeit 60, 51, 47, 38. Dann nehmen wir den Mixer. Oh yeah. Standardmatte, Gummiring. Wir nehmen die Matte. Oh ja, das ist cool. Die können wir theoretisch hier so drüber bauen. Ach, so kriege ich die leider nicht hin, ne? Scheiße! So. Dann können wir das Becken ja noch weiterziehen. So werden wir das machen. So. Und dann werde ich das Becken weiterziehen. Das wird natürlich alles ein bisschen versteckt dann gebaut. Jetzt brauche ich nochmal mein Beckentool. Ich habe mir das gerade überlegt. Da brauche ich Platten, damit wir hier hinkommen. Dann brauche ich hier ein Wendeltrepplein. Für hier hoch natürlich, damit die Leute auch mit der Rutsche fahren können. Die werde ich aber gleich noch umlackieren und jetzt werde ich das Becken noch etwas erweitern, dass man dann quasi hier wie in so einem Kanal wieder rauskommt und dann kannst du darüber schwimmen. So, very nice. So, das ist doch ganz cool, so können wir es lassen. Wir werden die Rutsche auch gleich testen, die werden wir jetzt erstmal... Ah, wir lassen sie mal geschlossen. Oder wir testen sie gleich mal. Wir testen... We wanna test this thing. Das war... Ich weiß es nicht mehr, doch hier. So, und ab dafür! So, die Rutschen... Und ich finde die Rutschen eigentlich richtig cool. Und dann siehst du über den ganzen Park. Das ist so mega cool gemacht. Da bist du schneller und schneller. 61 km/h kriegen wir da drauf, hat er gesagt. Also das ist gar nicht so schlecht, ne? So, da rutscht halt ein bisschen im Kreis. Oben sehen wir noch die alte Strecke und dann geht's runter. Und in den Trichter rein. Oh shit. Okay, und da kommst du dann durcheinander und... Oh. Okay. Hast du gesehen, wohin die Matte schlittert? Ist ja nicht so gut.
Wir brauchen da auf jeden Fall noch etwas mehr Becken. Reicht das denn vom Abbremsen her? Ja. Also kann das hier schon wieder weg, oder? Theoretisch, ja. Das müsste reichen zum Ausbremsen. Okay. Da können wir dann. Ja, das sieht ganz gut aus. Da können wir nämlich dann hingehen. Habe ich da irgendwas? Um. Weiß ich nicht, kann ich da den weißen Hai reinbauen? Irgendwie diesen Haiangriff, dass wenn die da reinrutschen, dass es dann. Nee, das kriege ich glaube ich nicht hin, ne? Ich glaub's Gott, Ite. Aber wir gucken jetzt mal. Auf jeden Fall passt es so, dass die Matten da ausgebremst werden. Weil sonst, wenn ich geöffnet hätte, dann wären die Scheißviecher da gleich durchge. Also die Scheißviecher, die Leute, wären da dann gleich durchgerutscht. Ich möchte trotzdem jetzt hier das Ding. Von den Farben her ist das eigentlich gar nicht so schlecht. Ich würde mir das mal ganz gerne angucken gerade. Und würde mal auf jeden Fall öffnen. Ja, die Musik passt auch. Ich würde mir aber ganz gerne mal, genau, wenn ich das so schwarz-weiß mache. So passt es nämlich eigentlich auch. Das ist eigentlich auch nicht schlecht. So, und wenn wir das Ganze jetzt mal ins Dunkel hüllen. Sehr nice. Da brauchen wir aber noch eine Lampe. Meisterlamp. So, können wir hier? Hier können wir keine Lampen mehr machen. Da brauchen wir normale Wegelampen später. Aber so passt's eigentlich. Das sieht cool aus, auch dieser Bereich. So, die Becken sind auch beleuchtet. Very nice. So, jetzt will ich das ganze Ambiente noch etwas verschönern. Was haben wir denn die Möglichkeit? Babylonische Schale, Amorbrunnen. Der ist doch ganz cool hier in der Ecke. Ich würde aber ganz gerne. Habe ich da nicht sowas wie ein. Weiß ich nicht. So. Weil ich hätte hier gern Bäume drum, dass du dich wie in einer Oase fühlst, wenn du da rauskommst. So zum Beispiel, weißt du irgendwie, dass das hier so oasenmäßig wirkt? Kugelfisch noch dazu. Meeresschildkröte haben wir schon, mittelgroßes. So, dass du hier wie so ein. Eine Korallen-A-Oase hast.